hier mit diesem Taschenrechner dieses lineare Gleichungssystem lösen. Dazu geht man wie folgt vor. Man tippt zuerst auf Menü, Tipp. Dann fährt man mit den Kursortasten bis zum Feld A, Feld der Gleichungen, und bestätigt diese Auswahl durch die Enter-Taste, Tipp. Casio fragt, was möchtest du machen? Ein Gleichungssystem lösen oder eine Polynomgleichung lösen? Hier möchten wir ein Gleichungssystem lösen, also wählen wir die 1. Tipp. Und jetzt fragt Casio, wie viele Unbekannten sind denn da? Casio kann anscheinend lineare Gleichungssysteme lösen mit 2 Gleichungen und 2 Unbekannten, 3 Gleichungen und 3 Unbekannten und sogar mit 4 Gleichungen und 4 Unbekannten. Hier sind es 3, also tippen wir 3, Tipp. Und jetzt wartet Casio noch auf die Eingabe der einzelnen Koeffizienten der Unbekannten. Also legen wir los. Für die erste Gleichung ist es Vorzahl von x 1, Enter, Vorzahl von y 3, Enter, Vorzahl von z 1, Enter, und der unabhängige Term ist 6, Enter. Zweite Gleichung. 3, 1, 1, 0. Also 3, Enter, 1, Enter, 1, Enter, 0, Enter. Jetzt die dritte Gleichung. Die Vorzahlen sind 1, Enter, 3, Enter, 4, Enter. Aber jetzt Vorsicht. Hier steht minus 3. Der Taschenrechner erwartet den unabhängigen Term aber rechts vom Ist-Zeichen. Also müssen wir zuerst minus 3 rechts rüber setzen. Das heißt, wir müssen dieses Gleichungssystem so schreiben, dass die x-Zahlen schön untereinander stehen, y-Zahlen auch, die z-Zahlen auch und die unabhängigen Termen müssen alle rechts vom Ist-Zeichen stehen. Das heißt, hier geben wir nicht minus 3, sondern hier geben wir 3 ein. Also tippen wir jetzt 3 und bestätigen diese letzte Eingabe durch Enter. Ein weiteres Tippen auf Enter liefert den Wert für x. Ich tippe auf Enter, Tipp, x ist minus 1/2, stimmt. Jetzt nochmal Tipp auf Enter, Tipp, y ist 5/2, stimmt auch. Jetzt nochmal Enter, Tipp, z gleich minus 1, stimmt auch. Am Ende vergessen wir nicht, diese drei Werte als Trippel in die Lösungsmenge hineinzusetzen. Man sagt hier, dieses lineare Gleichungssystem habe eine einzige Lösung und diese Lösung ist das Zahlentrippel minus 1/2, 5/2, minus 1. Wenn diese Erklärungen euch gefallen haben, dann könnt ihr dieses Video gerne liken. Und wenn ihr mehr über Mathematik erfahren wollt oder auch über den Umgang mit diesem Taschenrechner, dann könnt ihr gerne in meinem YouTube-Kanal stöbern oder vielleicht sogar ihn abonnieren.